Liebe Freunde, willkommen zurück zu Minecraft Wii U. Wir gehen jetzt in den Nether hinein, um Erfahrungspunkte zu farmen durch das Abbauen von diversen Nether-Quarzblöcken. Ja, ganz klar. Und ich habe irgendwie vorgehabt, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu farmen. Ich denke mal, so bis 20, 30 Erfahrungslevel will ich schon haben, weil... Naja, liebe Freunde. Klare Sache. Wir wollen ja alles quasi verzaubern. Wir wollen gucken, dass wir... Ja gut, von den Waffen her geht's ja eigentlich klar, ne? Ich hab ja schon so einen schönen Schnieken. Wo habe ich den Bogen denn? Hallo? Sag mir nicht, ich habe nicht gespeichert. Doch, da ist er. Stärke 3 Bogen. Ne, und wir könnten uns quasi in Stärke 4 Bogen machen. Ja, und dafür brauchen wir Erfahrungspunkte. Ja? Wisst ihr Bescheid. So. Und ja... Dafür müssen wir jetzt in den Nether gehen, weil ich kenne jetzt keine Möglichkeit, effektive Erfahrungspunkte zu farmen als hier. Deswegen suchen wir uns eine schöne, chillige Stelle aus, die nicht so betucht ist mit den Viechern, ja? Weil die mir auch extrem auf den Sack gehen würden. Also bye. Ist ja okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ah, die müssen immer so übertreiben, ne? Ich meine, die ersten Level sind ja gut gefahren, die sind ja schnell gefahren, was? Wir haben jetzt schon fast 5 Level. Easy. Und wenn wir mal so eine richtige, wenn wir mal so eine richtige schöne, so einen richtig schönen Lauf haben. Mit Nether-Quarzblöcken, so wie hier zum Beispiel. Ich meine, guck dir das mal an. Das endet ja nicht. Es geht immer und immer und immer und immer und immer weiter hier. Sagte er, während es endet. Ja, klar. Ja. Irgendwas muss ich auch sagen. Ja, jetzt schon Level 7. Das ist schon ganz gut. Ich habe nur Schiss vor diesen verdammten Viechern. Boah, warum müssen die auch so gefährlich sein, ganz ehrlich? Die fucken so ab. Mach meine ganze Rüstung kaputt. Ich wette, wenn ich hiermit fertig bin, kann ich mir direkt neue Rüstungen farmen, weil die kaputt sein werden. Auch wenn die gerade erst frisch hergestellt sind. Aber in die Freunde. Reden wir nicht davon, habe ich ein Thema am Start. Ich hoffe doch. Ja. Der Ablauf vom Let's Play, der ist ja klar, ne? Ich denke mal, ich rede jetzt ein bisschen darüber, auch wenn ich da das ein oder andere Mal drüber geredet habe. Aber was soll ich euch erzählen? Wir haben jetzt noch knapp einen Monat, den wir hier füllen. Unter einem Monat sogar. Und naja, liebe Freunde. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir hier effektiv alles schaffen, ne? Ich möchte ja wirklich den River bezwingen. Ich will alles erreichen in diesem Spiel, ne? Und vom River bis zum Enderdrachen. Und da ich ein bisschen denke, wir haben verdammten Zeitmangel, müssen wir uns echt ein bisschen beeilen. Ich habe auch echt mit dem Gedanken gespielt, die Erfahrungspunkte irgendwie in einem Stream zu farmen. Aber da hätte ich ja die Leute gespoilert, die... Das, ja, dieses Live-Schauen halt, ne, und das will ich ja nicht. Wobei ich ja schon mal in einem Minecraft-Tumble-Minigame-Part gespoilert habe, dass ich hier und da gestorben bin. Was mir natürlich sehr, sehr leid tut, ja. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, also falls es diejenigen sehen, die sich da gespoilert gefühlt haben, sorry, war nicht meine Absicht. Kommt nie wieder vor. Ich denke mal, wenn wir heute die 30 Level fertig kriegen, wir sind ja soweit vorbereitet, weißt du? Wir müssen nur noch... Was heißt, wir sind vorbereitet? Wir müssen halt gucken, dass wir diese ganzen... Dass wir heute Level 30 werden. Was möglich ist. Da müssen wir gucken, dass wir alle Sachen soweit verzaubern, die halt diese Relevanz haben. Ich denke... Das Schärfe 3 Schwert lasse ich bei Schärfe 3. Ich meine, das hat über 10 Angriffsschaden und... Ich krieg sowieso jetzt nicht mal eben die Möglichkeit gegeben, mir ein Schärfe 4 Schwert zu erstellen. Ich wollte schon wieder Schwier sagen, wie im letzten Part. Ah! Oder war das vor 2 Parts? Kann auch sein. Naja, liebe Freunde. Ihr wisst auf jeden Fall dahingehend Bescheid. Ja.
Genau, nachdem wir den River besiegt haben, geht's halt direkt los zur Enderfestung. Wir werden die suchen. Da ja leider, ich glaube, kein Kommentar reingekommen ist, der mir gesagt hat, hey, guck mal, da und da, ja, an Position oder an Stelle so und so. Ist das Enderportal, muss ich halt selbst in die Hand nehmen und guck halt selber. Ne? Ich habe ja ein paar Enderaugen und so weiter und wir haben ja gesehen, wie effektiv wir in der letzten Zeit Endermänner gefarmt haben und Enderperlen gefarmt haben, besser gesagt. Ne? War nicht ganz uneffektiv, sage ich jetzt mal. Ich denke, dass das Finale kommt so langsam auf uns zu, ne? Das ist der Fall. Ich würde es so bezeichnen. Hi. Es ist ja nicht mehr so viel zu tun. Wir werden jetzt nicht mehr groß in irgendeine Höhle gehen. Ich denke, man kann zum Abschluss nochmal so in eine Höhle reingehen, um vielleicht ein bisschen Gold oder sowas zu farmen für krasse Goldäpfel. Aber das war's auch im Grunde, ne? Mehr kommt da halt nicht mehr. So, ansonsten gehen wir jetzt erstmal hier die Strecke runter, weil das so ein Gebiet ist, da waren wir noch nie. Und ich sehe von da hinten schon, dass da krasse Netherquarz-Blöcke sind. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht runterfallen. Das wäre extrem scheiße. Will ich da ganz vorsichtig mal sagen. Krass. Was hat denn... Hi. Was hat denn bitte schön der River-Skelett da zu suchen? Ich denke, ich habe erst bis jetzt erstmal gedacht, so, dass River-Skelette. Okay. Dass die immer in Netherfestungen spawnen. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt nicht angreift, ne? Wäre ein bisschen kacke von euch. Die Freunde. Abspeichern. Ich denke mir einfach so, nö, wenn ich jetzt sterbe, habe ich keinen Bock mehr. Ich ziehe jetzt gleich so eine kleine schöne Mauer hoch damit. Fick dich. Mach sie kaputt, genau. Mach sie einfach kaputt. Mach alles kaputt, was wir hier brauchen, du Arsch. Nicht normal. Ja, ansonsten fernab davon, so, was kann man noch so in der Zukunft erwarten? Außer als Playende und sonst was. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal gesagt, so wie es ausschaut mit einem Pocket Edition Minecraft HD Let's Play. Ich weiß nicht. Ich denke mal, ich habe erstmal gedacht, okay, shit, es ist keine Zeit, weißt du, im Oktober kommt richtig viel Stuff raus, da kommt ja Fire Emblem, Fire Emblem Android raus, Animal Crossing Android, aber naja, es kommt nicht raus, noch nicht, nicht im Herbst 2016, es kommt dann irgendwie, wie ich gehört habe, 2017 raus, es wird verschoben, was ich ziemlich kacke finde, weil ich mich schon so darauf gefreut habe, dass ich Animal Crossing und Fire Emblem... im Herbst spielen kann, sprich Oktober oder November oder sowas, da kommt es einfach nicht raus, weil sich Nintendo gedacht hat, nö, wir wollen eher Super Mario Run pushen. Und das ist kacke. Finde ich kacke. Ich finde es besonders kacke, dass Nintendo da sich dachte, ja komm, wir machen Mario, Super Mario Run erstmal so ein bisschen exclusive iOS, ne? Das ist halt auch kacke, das geht halt nicht, ne? Ich finde es kacke, natürlich kann Nintendo machen, was sie wollen. Und sie haben es so gemacht, wie sie es wollen. Sie haben halt erstmal Super Mario Run iOS vorgezogen statt Android. Sprich, so, man kann davon ausgehen, so Mario Run wird wahrscheinlich erstmal entweder Ende 2016 rauskommen. Ich glaube, Mario Run kommt für iOS am 4. Dezember oder sowas raus. Und was ist mit Android? Ich denke mal, allerhöchstens Weihnachten oder
Was halt auch sein kann. Anfang 2017, weißt du? Dass sie sagen, okay, komm, wir lassen das irgendwie einen Monat später erscheinen. Finde ich kacke, ganz ehrlich. Ich als Android-Nutzer, der das Ganze auch liebend gerne aufnehmen würde und, weißt du, der daraus liebend gern geiles Let's Play machen würde, der wird jetzt erstmal daran gehindert, weil es für iOS zuerst erscheint. Ne? Ist halt schon trauriges Deutschland, wenn man sich erstmal dann überlegen muss, okay, hole ich mir jetzt dafür extra ein Android-Gerät, ein iOS-Gerät, ein iPhone oder ein iPad, nur damit ich das auch pünktlich zu Release spielen und aufnehmen kann. Alter Falter. Ich find's ganz ehrlich extrem kacke. Ich weiß nicht, wie ihr das, ob ihr das schon gehört habt, aber es ist halt so, ne? Nintendo hat sich halt gedacht, komm, wir pushen das erstmal auf iOS. Zeitlich hätte es locker hingehauen, das auch für Android zu veröffentlichen, ganz ehrlich. Aber nur weil jetzt das neue iPhone vorgestellt wurde, dachte sich Nintendo, komm. Kassieren wir ein bisschen Cash von Apple ab und ich finde das kacke. Ganz ehrlich, das ist kacke. Das muss nicht sein. Das ist ein Scheißweg, den dann Nintendo gegangen ist. Nur für ein bisschen mehr Ansehen bei so einer iOS oder bei so einer Apple-Konferenz, nur um da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, sich zu denken, komm, ist schon doof. Aber gut, was willst du machen, ne? So ist das halt eben nun mal. Und ohne Scheiß, ich überlege halt wirklich, bis dahin so ein gebrauchtes iPhone oder sowas zu kaufen oder ein gebrauchtes iPad, nur damit ich das aufnehmen kann für euch. Ne? Ich habe keinen Bock, wenn der Hype dann weg ist, wenn es dann irgendwann für Android im Ende Dezember kommt, dass der Hype schon längst verpufft ist und ich mir denke, ja, danke schon dafür, weißt du? Man muss ja auch gucken, wo man bleibt, ne? Jetzt haben wir quasi die ganzen Mobile Let's Player oder Mobile Gamer den Vorteil, dass es halt für iOS zuerst erscheint und wenn die ein iPhone haben, haben die halt Profit. Haben die halt krass profitiert davon. Vieles Dank. Ja, und da ich ja jemand bin, der sich ja total auf die Fahne schreibt, Mobile Gamer zu sein, auch gerade zum Einstieg von Nintendo in diesen Markt, will ich ja auch bei Tag 1 dabei sein, weißt du? Und wenn ich dann sehe und merke, ey, scheiße, es kommt halt 4 Wochen später oder sogar noch später für Android erst raus, Super Mario Run, denke ich mir so, nein, ganz ehrlich. Muss wohl ein iPhone oder sonst ein gebrauchtes Gerät her. Ich denke auch jetzt, gerade zu dem Zeitpunkt, wo das neue iPhone hergestellt wurde, gibt es bestimmt Leute, die ihr altes iPhone irgendwie im Internet abdrücken, nur um sich das neue leisten zu können. So, wisst ihr, wie ich meine? Dabei soll das neue iPhone dann, glaube ich, nicht mal... Es soll ja alles revolutionieren mal wieder und am Ende ist es ein neuer Prozessor. Das Gerät ist irgendwie ein bisschen runder. Wow. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es mal wieder... Die hat mal wieder die Riesenveränderung gebracht. Apple. Krass. Ein bisschen mehr RAM ist drin. Ein bisschen mehr Prozessorleistung ist drin. Das ist das, was man will. Das ist auch das, was man hören will. Und das sind auch die Innovationen, ne? Wobei ich ja keine Ahnung habe, ob da vielleicht noch mehr kommt. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Und dieser scheiß Guest, ne? Kann der mal aufhören, mir so auf den Sack zu gehen, Mann? Ey. Ganz ehrlich, ich will doch nur so ein bisschen weiter runter, weißt du, wie ich meine? Da, den Weg. Warum denn nicht gleich so? Danke! So, jetzt werde ich hier unten wahrscheinlich auch nicht mehr so krass angefokust von den Viechern. So Mistviecher, diese verdammten Gäste. Die gehen einem so auf den Sack. Übertrieben nervig.
Dabei weiß ich gar nicht, wo das Geräusch jetzt herkommt oder wo der Gast herkommt. Meine Güte. Ja, das ist schon armes Deutschland, weißt du? Fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn irgendwie die ersten Battle-Maps von COD vorträglich auf der Xbox One oder sowas erscheinen. Das gab es ja auch, glaube ich, mal irgendwie, dass da... Wo kam das denn jetzt her? Nimm immer dieses Early Access to One System. Das ist kacke, weißt du? Dass man einem System Vorteil gewährt. Wenn es jetzt Android gewesen wäre, hätte ich mich natürlich gefreut. Habe ich gedacht, tja, ne? Scheiß iOS. Und jetzt denke ich mir auch, ja, scheiß iOS. Weil die halt... Man will die Vorteile haben, weißt du? Boah, ey, ganz ehrlich, diese Strategie von denen sowieso zum dahin kotzen, weißt du? Die machen zwar echt gute Geräte, ja, aber... Nee. Die Marktstrategie, sich von allen abzukapseln, ist ja auch nicht das Wahre, weißt du, wie ich meine? Ist ja auch kacke. Ha! Ja, deswegen finde ich auch irgendwie Apple ein bisschen besser. Gerade wegen dieser Offenheit. So ein schönes offenes Betriebssystem. Also jeder kann dafür entwickeln, jeder kann dafür Apps entwickeln und sonst was. Klar, das geht bei iOS bestimmt auch, aber jeder kann sich, jeder könnte sich hinstellen und so ein Android-Gerät entwerfen, weißt du, so, das ist... Und es ist einfach so verdammt offen gerade. Das fängt schon dabei an, dass du quasi Apps außerhalb des App-Stores laden kannst, also des Play-Stores. Dass du die runterladen kannst, installieren kannst und sowas. Diese Offenheit ist einfach cool, weißt du, und das ist... Ich weiß zwar nicht, wie das bei Apple ist, weil ich habe davon keine Ahnung. Ich habe von deren Apps keine Ahnung. Ich bin mir nicht mal sicher, ob du überhaupt Apps außerhalb des App Stores ziehen kannst. Keine Ahnung, ich bin mir unsicher. Ich glaube aber nicht. Warum sollten die? Mistvieh, ganz ehrlich. Android hat einfach die großen Vorteile, Mann. Man muss ja trotzdem sagen, so, weißt du, natürlich hat Nintendo in den letzten Monaten... Oder natürlich hat Android in den letzten Monaten durch Nintendo profitiert, weißt du. Pokémon Go erschien da, glaube ich, zuerst. Vor iOS. Und all das Ganze halt, ne? Pokémon Go, Miitomo kam schon vorher raus. Aber jetzt zum ersten Mal dachte sich Nintendo, nö, lassen wir ein Early Access für iOS, ne? Mit die verbonsten Scheißkinder. Nichts gegen die. Ist nur so ein Redegedanke und so eine... Ist halt nur ein Gedanke. Ne, dass diese ganzen verbonsten Kinder dazu erst ihr Mario drauf spielen können, ne? Danke dafür. Auch der Preis der iPhones, ne? Ha, Apple lernt halt nicht dazu. Sie lassen die Scheißgeräte genauso teuer. Wobei da Samsung ja auch so anfängt, weißt du, die sind ja auch so langsam so drauf. Ganz ehrlich, wenn man so ein Ansehen hat, Jahr für Jahr, natürlich lässt man sich das natürlich auch kosten, ne? Weil man zahlt dann ja für die Marke Samsung und so weiter. Ist ja schon krass. Oder halt für iOS oder für... Man zahlt für Apple, man zahlt für Samsung. Ja, deswegen habe ich auch so ein Gerät geholt, was halt von einem chinesischen Hersteller kommt. Ist Qualität drin. Und... Es ist günstig. Ich habe jetzt für 200 Euro, das habt ihr ja sicher alle mitbekommen, so ein Yumi Super bestellt.
von der Marke Yumi halt, ne? Das Ding an diesem Gerät ist, es ist 190 Euro teuer gewesen, oder halt 200 Euro, wenn wir aufrunden. Und da ist ein Octa-Core-Prozessor drin, 4 GB RAM, ein schöner großer Bildschirm, eine 13-Megapixel-Kamera und all das Ganze halt. Und das ist halt krass. Also du zahlst da wirklich für das Gerät, nicht für den Namen der Marke. Weil die Marke halt auch nichts ist. Ha. Und ich hoffe, diese 200 Euro sind doch gut in die Marke investiert, damit die auch bessere Geräte herstellen können. Ne? Verdient haben sie es. So, jetzt bin ich mal so ein bisschen kacken dreist und frag mich, soll ich die jetzt schon abhauen? Wie sieht's aus? Ich meine, ich finde sowieso kaum noch Netherquarz. Und ich habe auch irgendwie keinen Bock, mich hier nerven zu lassen von den Scheißviechern. Weil die halt extrem nervig sind. Wobei hier noch was ist. Wunderbär. Ich hoffe, dass hier kein Guest ist. Nö. Na, abschließend halt. Ich find's schade, dass Nintendo diesen Weg gegangen ist. Also, klar, es ist nur ein Spiel, aber es ist ein verdammt wichtiges Spiel für mich. Es ist ein verdammt wichtiges Spiel für Nintendo und dass sie das dann erstmal, dass sie damit erstmal die ganzen Android-User so verärgern, ist ja auch kacke. Aber das ist denen ja egal. Ich weiß nicht, was für ein Geld die bekommen haben dafür, dass sie es zuerst für iOS erscheinen lassen. Nur damit man sich schnell zum Early Access ein iPhone kauft. Weißt du, wie ich meine? Ist ja totaler Müll. Dass das die Strategie von Nintendo war oder von Apple war, komm, wir rücken das iPhone in ein gutes Licht, indem wir sagen, komm, es kommt ja Super Mario Run raus. Dass jetzt der Grund dafür war, das weiß man nicht, ja. Kann aber davon ausgehen. Ich schlage zu und es klappt halt nicht, ne? Und dann werde ich... und dann werde ich mehrmals zuschlagen. Und dann, wenn ich mehrmals zuschlage, dann wird der Ball trotzdem auf mich gefeuert. Richtig cool. Ich denke, ich wäre durch. Ich denke, ich wäre gerade echt durch. Ich könnte zwar noch darunter gehen, aber es ist extrem tief, Mann. Es ist verdammt tief, ey. Müsste ich mich wenn schon runtergraben. Oder aber hier ist ein kleiner Weg. Ja. Ich könnte mich da irgendwie runterbauen, ja. Das würde gehen. Komm, für Level 30 tue ich doch alles. Die Sau. Na, mal gucken. Wenn das Spiel bis dahin, also wenn wir bis dahin nicht rausfinden, was, wie oder wann das Spiel für Android erscheint, mal gucken. Sorge ich mir gerade dafür, vielleicht so ein extrem günstiges iPhone und das war's dann so. Und Hauptsache ich kann das Spiel let's playen und aufnehmen. Der Rest juckt mich nicht. Ja, und wenn ich es mir gebraucht kaufe, stecke ich auch kein Geld in den Arsch von Apple. Sondern in den, der es halt verkauft. Das ist mir schon fast lieber. Ja, weil ich will Apple halt nicht unterstützen. Ich will es nicht unterstützen, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will einfach nur ein günstiges, gebrauchtes Gerät haben und der Rest juckt mich nicht. So einfach ist die Kiste. Karl, du bist doch voll gemein. Apple braucht doch das Geld. Apple macht genug Geld mit den neuen Phones, weißt du, so. Du zahlst 800 Euro für ein 16 GB iPhone 7S oder was das auch immer für ein Scheißgerät sein soll. Nee, Mann. Oder vielleicht kann ich mir ja so ein Review-Gerät besorgen, oder wenn ich dazu die Möglichkeit habe. Ich weiß ja nicht. Ist das drin? Muss mich mal informieren, ob ich vielleicht irgendein
Hersteller anschreiben kann und fragen kann, ey, oder was heißt Hersteller, ob ich vielleicht irgendeine Seite anschreiben kann und fragen kann, ey Jungs, wie sieht's aus? Kann man dir vielleicht ein iPhone zum Review-Muster bestellen und halt auch dann, wenn es geht, behalten? Oh. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Ich denke aber, in meiner Größe kann ich das, glaube ich, knicken. Ne? Was ich mir schon für Überlegungen stelle, nur um Super Mario Run früher zu spielen, ne? Armes Deutschland. Und dabei sieht das Mario Run so gut aus. Klar, man muss sagen, es ist halt New Super Mario Bros. In Autorunner und halt für mobile Geräte. Wird von der Qualität natürlich nicht so an die Konsolenversion rankommen. Klare Sache. Oh. Das ist klar. Aber ich denke mir, einen schönen Zeitvertreib und einen schönen Hype gibt es trotzdem. Besonders, ich habe erstmal gedacht, dass dieses Super Mario Run, dass es irgendwie so ein Endlos-Runner ist, wie Temple Run, aber es gibt anscheinend, es ist halt ein voll komplettes Spiel mit Leveln halt. Richtig krass. Das hört man ja gerne. Da oben ist einfach schon das Portal. Ich glaube, wir bauen uns einfach da hoch. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen Umwege zu nehmen. Weil ich bin auch gleich Level 30. Das ist richtig krass. Einfach in 20 Minuten oder in 25 Minuten 30 Level aufsteigen. So muss das sein. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen mehr Glück. Hoffe, dass ich hier relativ schnell an die ganzen Quarze komme. Aber das sieht gut aus. Aha. Aber wie ist eure Meinung zu Mario Run? Habt ihr davon schon mitbekommen? Habt ihr das schon gehört? Habt ihr eine Meinung zu dem Spiel? Ja. Also es wird ein krasses Mobile Game. Ne? Es wird mal wieder alles hypen. Ich glaube, ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob es noch erfolgreicher wird als Pokémon Go. Es ist halt Mario und Mario ist halt immer noch ein bisschen gehypter als Pokémon, würde ich sagen. Aber wird sich zeigen. Hätte Nintendo das Ganze nicht iOS-exclusive gemacht oder iOS-first-access, wäre es vielleicht an diesen Hype von Pokémon Go rangekommen. Wobei Pokémon Go ja schon was Eigenes hat. Ne? Es ist ja nicht nur ein Pokémon-Spiel, es ist ja auch so ein Real-World-Game, wie das von Niantic halt genannt wird. Komplett neues Genre. Ein Real-World-Game. Wir sind so scheiße gut, wir lassen uns neue Genres einfallen. Und nicht nur neue Spiele. Ja. Könnte ich mal verpissen hier, ey. Drecksäcke. Boah, Junge. Die gehen einem so auf den Sack. Und ich brauchte nur ein oder zwei Blöcke noch, die ich abbauen muss. Mir geht auch das Essen aus. Bin hier gleich echt im Arsch. Ja, wisst ihr was, dann werden wir es im nächsten Part alles verbessern, weil der Party ist lang genug und so, ey. Wir haben fast was wieder 30 Minuten voll, das ist nicht normal. Ich glaube, hier bin ich letztens runtergefallen, kann das sein? Hier bin ich letztens runtergefallen und gestorben. Richtig scheiße. Komm schon, ey. Vor allem freue ich mich dann darauf, wie die ganzen Mobile-Gamer, die ganzen Mobile-Game-YouTuber das Spiel kaputt machen. Oder das auf YouTube soweit kaputt machen. Ich glaube, die werden das Spiel echt zerstören. Die werden dann wieder mit ihren ganzen Clickbait-Titeln ankommen und sagen, oh, keine Ahnung, was sie... Ihr kennt diese Clickbait-YouTuber. Diese Clickbait, Prinzessinnen. Habe ich ja schon mal drüber geredet. Ne? Die haben ja Pokémon Go schon kaputt gemacht. Die werden Mario Run genauso kaputt machen.
Aber gut, wenn sie das wollen, bitteschön. Das sind das dann halt Leute, das sind Leute, die haben wahrscheinlich einmal in ihrem Leben ein Mario-Spiel gespielt. Und das war's dann. Klar, da will ich jetzt nichts gegen sagen. Ist natürlich schön für Nintendo, dass dann wieder neue Konsumenten rankommen, aber das sind Leute, die haben keine Ahnung von dem Spiel und tun, als hätten sie die größte Ahnung. Das ist halt so dieses Mobile Gamer Problem in der Nutshell. Die versuchen sich immer so aufzuspielen, als ob sie alles wissen. Und am Ende geben sie den größten Spieleberater ab und haben von dem, was sie sagen, keine Ahnung. Die sagen dann zu Mario sagen die Luigi, zu Todd sagen sie dann Peach. Weil sie diese Charaktere-Modelle nicht auseinanderhalten können. Diese Vollidioten. Ich sehe es kommen. Ey, ganz ehrlich, Mann. Könnt ihr sich jetzt mal verpissen? Also nicht die Mobile, doch, die Mobile Gamer natürlich auch, ne? Aber die hier, die scheiß Guests, die gehen mir so auf den Sack, aber so hart. Junge, 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 Junge. Wie kann man einem so oft hart auf die Eier gehen? Nervigste Viecher im ganzen Spiel, die nervigsten Viecher. Die können einfach nicht aufhören. Die Guests sind wie Mobile Game YouTuber. Die ekligsten Viecher im ganzen Game. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich meine Meinung dazu. So, jetzt baue ich mich da hoch. Ich habe echt gerade keinen Bock mehr. Level 30. Ding, 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 ding. Ich werde mich da jetzt so schnell hochbauen. Die kann mich echt mal am Arsch. Junge. Ey, lass es doch sein. Fuck. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Ha, wie ich sowas liebe. Wie ich sowas liebe. Wenn man ständig von diesen scheiß Guests angetroffen wird, dann hast du keinen Bock mehr. Ah, besonders man hat auch extrem wenig von denen hier aufgestellt. So, dass es halt extrem viel Spaß macht, gegen die zu spielen und mit denen zu spielen. Oder das Spiel zu spielen. Mein Gott, bin ich froh, wenn ich hier zum letzten Mal im Nähtab bin. Ey, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr. Ist gerade echt vorbei. Irgendwann hat man auch wirklich die Schnauze voll. Das habe ich schon mal gesagt. Das ist halt echt wahr. Irgendwann muss man halt wissen, wann gut ist. Okay, es kommt ganz normale Minecraft-Musik im Nether. Fickt euch. Ich glaube, wenn wir jetzt so springen, dann kann uns nichts passieren. Können uns gar nichts. Weil wir uns da konstant bewegen. Einfach nicht dran stören. Oh. Ich will gar nicht wissen, wie kaputt und scheiße. Mach schon! Ich will gar nicht wissen, wie kaputt dieser Turm ist. Boah, ist der durchlöchert, ey. Ey, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben 30 Level bekommen. War nötig. Beim nächsten Mal werden wir alles was weit verzaubern und werden dann gegen den River kämpfen. Von daher gesehen. Schreibt eure Meinung zu den ganzen Sachen, die ich heute gepostet habe, oder geschrieben habe, gepostet. In die Kommentare, würde mich sehr freuen. Haut rein. Ciao.